Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie. SVW Wiesbaden gegen FC Hansa Rostock 0:0. Auf den anderen Plätzen gab es folgende Ergebnisse. Groß-Asbach, Osnabrück 3:3. Erfurt gegen Bremen 2:1. Aue gegen Kiel 0:0. Münster gegen Stuttgarter Kickers 4:2 und Magdeburg gegen Cottbus 2:2. Ich begrüße ganz herzlich Carsten Baumann, den Trainer unserer Gäste und natürlich unseren Trainer Sven Lehmann. Und ich bitte Herrn Baumann um seinen Kommentar. Ja, danke schön. Ich glaube, dass wir erste Halbzeit ein überragendes Auswärtsspiel gemacht haben. Wir haben den Ball laufen lassen, hatten eine Menge Chancen, auch richtig gute Chancen. Einmal hält Kolke den Kopfball überragend aus kurzer Distanz, dann ein paar andere Schüsse aufs Tor, neben das Tor, also das war richtig gut anzusehen und ich glaube, man hätte sich nicht beschweren können, wenn es hier 2:0 irgendwie nach 20 Minuten gestanden hätte. Ja, danach haben wir uns leider dezimiert und war klar, dass wir dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so dominant auftreten können, hatten dann nur noch ein, zwei Chancen. Der Gegner natürlich kam auch zu Chancen, das ist auch ganz normal in Überzahl, aber da muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen, wie sie sich dagegen gestemmt hat, wie sie sich nicht hat aus der Ruhe bringen lassen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Baumann. Sven, dein Kommentar bitte. Ja, es gibt ein altes Sprichwort. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ich glaube, dass wir jetzt in der Phase sind, was wir vor dem Spiel gesagt haben, dass wir sehen müssen, dass wir punkten. Wir hätten gerne dreifach gepunktet, müssen aber dann ganz einfach mit dem Punkt leben. Carsten hat es eben richtig gesagt. Erste Halbzeit haben wir Glück in einigen Situationen, beziehungsweise Markus Vogt richtig gut, dass wir nicht in Rückstand gehen. Zweite Halbzeit hatten wir genügend Möglichkeiten, glaube ich, um den Führungstreffer zu machen. Haben wir nicht geschafft, weil der Kipper ähnlich teilweise Sachen gut gehalten hat. Und dann müssen wir ganz einfach mit dem 0:0 leben. Wir haben in den letzten drei Spielen 10 Gegentore bekommen. Deshalb bin ich grundsätzlich froh, dass wir erstmal 0:0 gespielt haben. Bei uns haben heute offensiv dann viele Wege in die Tiefe gefehlt, um uns vielleicht noch mehr Chancen auszuspielen, um eben das entscheidende Tor zu machen. Ja, deshalb kann ich mit dem Punkt leben, aber bin sicherlich nicht zufrieden. Dankeschön. Vielen Dank, Sven. Dann reichen wir ein Mikrofon, wenn es Fragen an die beiden Trainer gibt. Das ist jetzt in dieser Form nicht der Fall. Dann wünschen wir unseren Gästen eine gute und sichere Heimreise, viel Erfolg in den nächsten Wochen und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Dankeschön.